So sieht's aus. Some people got no money at all. Die Position Nummer 110. Brandon Croker. Einige Leute haben überhaupt kein Geld. Günther und ich gehören sicher dazu. Ich habe bereits mal einen teuren Gürtel versetzen müssen und muss hier in Hosenträgern rumsitzen. Nicht, dass Sie sich wundern. Also es ist wirklich nicht, weil ich meiner Hose nicht traue. Dabei hätte ich geschworen, ich würde dich heute in einer der Krawatten sehen, die mich in meinen Liebling Kreuzberg erinnern. Ist einfach nicht angekommen. Die Krawatten, das wollten wir doch weglassen. Das wollten wir weglassen? Ja. Das ist eine Firma für sich. Doch, ich bin schon bereit, über meine Krawatten zu reden, aber nicht nach diesem Song hier, No Money at All, weil Krawatten sind so teuer geworden. Brent Croker auf Position. Ich fürchte es bloß, dass draußen ein Container ankommt, der da eine Trommel runterrollt, wo 1000 Stück draufgewickelt sind. Das kann schon sein, als Trennmüll vielleicht. Dies hier ist ein Verkehrspieps und dies ist die Taste dazu. 1 Uhr und 31 Minuten, in 5 Sekunden SDR3 und DD64 mit der aktuellen Verkehrsübersicht. Verkehrsnachrichten und Störungen aus dem Sendegebiet von DT64 liegen uns im Augenblick überhaupt nicht vor. Hamburg, die A255 Zweig Veddel Richtung Hamburg ist ab dem Dreieck Hamburg Süd bis voraussichtlich den 27.98 5 Uhr gesperrt. Umleitungsempfehlung über die A1 bis Hamburg-Billstedt, von dort über die B5 in Richtung Innenstadt. Niedersachsen, die A2 Hannover Richtung Berlin zwischen Königslutter und Helmstadt, Unfall 6 Kilometer Stau. Umleitungsempfehlung über die U43. Nordrhein-Westfalen, die A1 Dortmund Richtung Trier-Koblenz zwischen Burscheid und dem Kreuz Leverkusen ist im Kreuz Leverkusen die Nebenfahrbahn zur A3 Richtung Frankfurt nach Unfall gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer mit Fahrziel Frankfurt werden gebeten, ab Kreuz Leverkusen in Richtung Oberhausen abzubiegen, die Autobahn in Leverkusen-Opladen zu verlassen und wieder in Richtung Frankfurt aufzufahren. Zurzeit 2 Kilometer Rückstau. Es geht weiter. Die A3 Frankfurt Richtung Oberhausen zwischen Leverkusen und dem Kreuz Leverkusen ist die Nebenfahrbahn im Kreuz Leverkusen zur A1 in Richtung Koblenz nach einem LKW-Unfall gesperrt. Die Verkehrsteilnehmer mit Fahrziel Koblenz werden gebeten, bis Leverkusen-Opladen zu fahren, hier die Autobahn zu verlassen und in Richtung Frankfurt wieder aufzufahren. Immer noch nicht fertig. Bayern, A9, Nürnberg Richtung München, zwischen Hilpoltstein und Greding nach mehreren Unfällen gesperrt. Der Verkehr wird über den Standstreifen geleitet, zurzeit 3 Kilometer Stau. Umleitung ab Greding über die U56 bis Altmühltal. Und das war's auch schon. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der Verkehrsdurchsagen machen kann, auch für Leute, bei denen der Totaltonausfall ist. Das hast du sehr schön begleitet. Vor allen Dingen der LKW-Unfall war äußerst bildhaft dargestellt. Ja, ich kann das ruhig machen. Also ich kann nie nur reden. Ich muss immer Gesten dazu machen. Das mache ich auch, wenn das Fernsehen nicht da ist. Weißt du? Ich kann sonst gar nicht reden. Ich habe es nur das erste Mal erwähnt, weil es dabei ist. Manchmal habe ich Angst, ich komme mit deiner Verkehrsmeldung mit rein und nicht wieder rechtzeitig ins Studio. Ah nee, wir lassen dich da schon wieder raus aus den Verkehrsmeldungen. Dies ist übrigens eine Jingle-Maschine. Dies ist dann so ein kleines Teil. Hier sind die ganzen, diese kleinen Zuspiele. Ossi und Wessi-Charts und... Wenn man das reindrückt, es wird immer oft geredet im Hörfunk, im Radio über Jingle-Maschine, die wieder nicht geht oder irgend sowas. Und dann haut der Moderator davor und so sieht das dann aus, wenn man sagt, dieses blöde Ding geht wieder nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht... Du hättest nie Trabant fahren dürfen, das sehe ich jetzt schon ein. Wieso? Na, wenn du damit umgehst, hättest du die Hand rausziehen müssen. Du hast mir selbst gesagt, als bei dir ein Tieflader in die Tür gefahren ist, dass nach einer Weile die Beule von selbst wieder rausgesprungen ist. Das ist richtig, aber der hat sich ganz allmählich dieser Tür genähert und ist auch ganz allmählich wieder weggegangen. Aber wie du mit der Jingle-Maschine umgehst, mein Lieber, der 5G ist noch nicht weit weg. Ne? Soll ich dir was sagen, Baby? Die nimmt mir das nicht übel, pass mal auf. Na, Top 2000D, die ersten Ossi-Bessi-Charts. Germany's finest rock. Music Power, 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 Power. DT64 und SDR3 präsentieren die Top 2000D. Deutschlands beliebteste Ruhestörung. Top 2000D, Ossi-Bessi-Charts. Germany's von Ost finest bis Bodensee. Rock. Top 2000D. Music Power, 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 Power. Ja, und jetzt klappe hier. Okay. Jetzt klappe hier. Es ist 1:34. Was ist mit deiner Jingle-Maschine? Da ist irgendwie. Da, intergalaktisch ist das gekommen, du. Du darfst sie nicht zu sehr reizen, sonst haut er dir ins Programm. Oh, lieber Gott, das ist ja wahrscheinlich. This is the end. Das kannst du mal sagen, das ist das Ende, ja. Oh, das passt ja, ist aber gar nicht geplant, ne? 1:09, rein zufällig ist das hier rein, aber das ist wieder der Film, den, du hast ja fast alle Filme gesehen. Bist du selber Filmfan oder hast einen Auftrag, irgendwelche Rezensionen zu schreiben? Ja, ich gucke mir welche Zeitung. Ich gucke mir immer denselben an. Daher kennst du sie alle. Ja, ja, im Augenblick Rambo 3, dann sehe ich auch gerne Filme mit Schwarzenegger. Jetzt wundert mich auch gar nicht, wieso die hier auftritt. Das heißt ja aber, dass man den Leuten ansieht, aus welchem Film sie gerade kommen. Ich sehe gerne, was ein bisschen anspruchsvoller ist. Also, nicht nur der Körper gefordert ist, sondern man was mitdenken muss. Hättest du Rocky alle hintereinander gesehen? Die habe ich hintereinander gesehen, danach ging es mir erheblich besser, ja. Und jetzt Schwarzenegger, ich habe den totalen Schwarzenegger-Trip so ab nachmittags und dann gebe ich mir das. Und erst seit die 2000D läuft das. Ich gebe dir mal alle meine Kassetten mit. Lädst alle in deinen Trabi rein, aber nicht ins Handschuhfach, das gibt's ja nicht, sondern hin in den Kofferraum und dann fährst du mit. Du darfst es ja jetzt mitnehmen, diese Tonträger darfst du jetzt mitnehmen nach drüben. Ist froh, was? Weißt du, ich habe das gar nicht gemerkt, als ich rüberfuhr. Alle Anlagen abgebaut, Grenzer kamen nicht. Ich habe auch nie erfahren, wie sie durfte ja nicht. Und hier ist das Apokalypse, noch der Hubschrauberfilm.
The End, die Doors auf Position 109. 109 in unseren Ost-West-Megacharts.